hier stehe, ist recht simpel. Don't fuck with the Internet. Und ein neu gestaltetes Debatt für unsere Demokratie. ACTA ist ein weiterer Versuch, das Internet und den Informationsfluss zwischen uns Menschen unter Kontrolle zu bringen. Es wird klein geredet von unserer Regierung. Es wäre nicht schlimm, weil wir bereits diese Gesetze haben wie ACTA. Aber das macht es noch schlimmer. Es zementiert gesetzgeberischen Bullshit. Wenn dieses Abkommen hier bei uns in Europa umgesetzt wird, hören wir beide Sätze wie: Die EU hat das beschlossen. Wir müssen jetzt Alternativen umsetzen. Sonst werden wir Strafzahlungen fällig. Verarschen können wir uns selbst. Dafür brauchen wir keine Politiker mit unseren Steuergeldern durchfüttern, die so einen Bullshit erzählen. Ich möchte mir einen Herzenswunsch erfüllen und euch etwas vorlesen. Es ist ein Text, der 1996 von einem Gründer der Internetbürgerrechtsorganisation EFF veröffentlicht wurde. Die Unabhängigkeitserklärung des Internets. Regierung der industriellen Welt, ihr müht die Gang aus Fleisch und Stahl. Ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Im Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit, im Nachhinein. Lasst uns in Ruhe. Ihr seid bei uns nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, besitzt ihr keine Macht. Wir besitzen keine gewählte Regierung und wir werden wohl auch nie eine bekommen. Und so wende ich mich mit keiner größeren Autorität an euch als der, mit der die Freiheit selber spricht. Ich erkläre den globalen sozialen Raum, den wir errichten, als gänzlich unabhängig von der Tyrannei, die ihr über uns auszuüben anstrebt. Ihr habt hier kein moralisches Recht zur Regierung, noch besitzt ihr Methoden, es zu erzwingen, die wir zu befürchten hätten. Regierungen leiten ihre gerechte Macht von der Zustimmung der Regierten ab. Unsere habt ihr nicht erwähnt, Schweigen erhalten. Wir haben euch nicht eingeladen. Ihr kennt weder uns noch unsere Welt. Der Cyberspace liegt nicht innerhalb eurer Hoheitsgebiete. Glaubt nicht, ihr könnt ihn gestalten, als wäre er ein öffentliches Projekt. Ihr könnt es nicht. Der Cyberspace ist ein natürliches Gebilde und wächst durch unsere kollektiven Handlungen. Ihr habt euch nicht an unseren großartigen und verbindenden Auseinandersetzungen beteiligt. Und ihr habt auch nicht den Reichtum unserer Marktplätze hervorgebracht. Ihr kennt weder unsere Kultur noch unsere Ethik oder die ungeschriebenen Regeln, die unsere Gesellschaft besser ordnen, als dies irgendeine eurer Bestimmungen vermöchte. Ihr sprecht von Problemen, die wir haben. Und sie ist nicht dort, wo Körper leben. Wir schaffen eine Welt, die alle betreten können, ohne Bevorzugungen, ohne das Vorurteil bezüglich Rasse, Wohlstand, militärischer Macht und Herkunft. Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen. Eure Rechtsvorstellungen von Eigentum, Redefreiheit, Persönlichkeit, Freizügigkeit und Kontext treffen auf uns nicht zu. Sie alle basieren auf der Gegenständigkeit der materiellen Welt. Es gibt im Cyberspace keine Materie. Unsere persönlichen Identitäten haben keine Körper, dass wir im Gegensatz zu euch nicht durch physische Gewalt reglementiert werden können. In China, Deutschland, Frankreich, Russland, Singapur, Italien und den USA versucht ihr, den Virus der Freiheit abzuwehren, den ihr Wachposten an den Grenzen des Cyberspace positioniert. Und ich denke, wir haben uns heute hier versammelt, damit wir diese Freiheit weiter ausüben dürfen. Danke. Ich bin ein Blumenmann. Ich bin ein Blumenmann. Ich bin ein Blumenmann.
wie die alle gucken.